Bedienung des DAC Universal. Mit dem Standarddeckel des DAC Universal können Sie rotierende Instrumente hygienisch aufbereiten. Wie das geht? Ganz einfach. Als erstes werden die Instrumente auf die jeweiligen Adapter gesteckt. Haben Sie das leichte Klicken beim Aufstecken gehört? Das signalisiert, dass die Instrumente sicher befestigt sind. In jedem Fall sollten Sie das aber durch leichtes Ziehen überprüfen. Wichtig? Die Instrumentenköpfe zeigen dabei zur Mittelsäule. Anschließend wird ein Chemoindikator der Klasse 5 in den Halter an der Mittelsäule geklemmt. Als nächstes schieben Sie den Deckel bis zum Anschlag in die Halterung. Die Instrumentenköpfe zeigen dabei nach unten und dürfen die Kammer nicht berühren. Nun prüfen Sie, ob das richtige Programm ausgewählt ist. Falls nicht, können Sie das im Untermenü ganz einfach anpassen. Sollte der Standarddeckel noch nicht ausgewählt sein, können Sie dies über die Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten Taste tun. Mit einem Klick auf die Start-Stopp-Taste und anschließendem Drücken des Sicherheitsrings wird das ausgewählte Programm gestartet und der Deckel schließt sich. Nun bleibt Zeit für andere Dinge, denn der DAC Universal führt den Aufbereitungszyklus vollautomatisch durch. Wenn der Deckel zur Hälfte aus der Kammer herausfährt, ist der Zyklus beendet. Wunderbar, die Instrumente sind nun sterilisiert. Damit sich der Deckel vollständig öffnet, einfach kurz auf die Pfeil-nach-unten-Taste drücken. Jetzt lässt sich der Deckel entnehmen. Vorsicht, heiß! Überprüfen Sie das Ergebnis. Sind alle Instrumente noch richtig am Deckel befestigt? Und sind sie optimal gereinigt? Wenn auch der Kontrollbalken des Chemoindikators Accept anzeigt, ist alles im grünen Bereich. Nun noch das Protokoll überprüfen. Denn nur wenn alle Prozessparameter in Ordnung sind, kann diese Charge freigegeben werden. Sobald die Instrumente etwas abgekühlt sind, können sie vom Deckel entfernt werden. Sie sind nun bereit für Ihren nächsten Einsatz. Der Flexdeckel wird verwendet, um Ultraschallhandstücke und Spitzen sowie Düsen der Multifunktionsspritze zu reinigen und thermisch zu desinfizieren. Achten Sie darauf, dass die Spitzen gerade aufgesteckt werden, sonst könnten Sie verkanten. Prüfen Sie, ob alle Instrumente festsitzen. Auch beim Flexdeckel wird ein Chemoindikator der Klasse 5 in den Halter an der Mittelsäule geklemmt. Als nächstes schieben Sie den Deckel bis zum Anschlag in die Halterung. Die Instrumente zeigen dabei nach unten. Nun wählen Sie den Flexdeckel aus. Nach dem Klick auf die Start-Stopp-Taste muss die Auswahl des Flexdeckels mit der Pfeil-nach-unten-Taste bestätigt werden. Das anschließende Drücken des Sicherheitsrings startet den Zyklus und der Deckel schließt sich.